Sie haben vorgesprochen, Sie bieten Beratung und auch Unterstützung für Community-Mitglieder an. Wenn ich jetzt eine Forscherin bin, die sich an Ihren Verein wendet, was wären denn da für Services, die ich in Anspruch nehmen könnte? Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Okay, ja. Ich glaube, dazu muss man zuerst einmal festhalten, die Wikipedia an sich, also die Online-Enzyklopädie, ist nicht für Erstveröffentlichungen gedacht. Mhm. Dort sind Veröffentlichungen tatsächlich nur zulässig, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, weil akzeptiert, wenn sie durch Quellen belegt werden können, die andernorts bereits veröffentlicht wurden. Okay. Das ist einmal das Grundausschlaggebende. Um daher als Forscherin zum Beispiel auf der Wikipedia etwas beizutragen, kann man natürlich auf seine Forschungsergebnisse verweisen, die sind aber eben quasi zwingend schon woanders abzurufen. Es ist also keine Veröffentlichungsplattform in diesem Sinne. Bei Wikibooks, bei Wikidata, bei Wikisources wäre das etwas entspannter. Dort können sehr wohl Inhalte hochgeladen werden, die eben nicht aus Quellen oder mit Quellen von Dritten belegt werden müssen oder mit Quellen von anderen Veröffentlichungen, weil dort eben das Gesamtpaket sozusagen online gestellt wird, das Originäre. Das wäre also eine Möglichkeit, um einmal in die Öffentlichkeit oder ins Internet zu kommen, ja, was ja schon ziemlich öffentlich ist. Gerade wenn es um die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Inhalten geht, ist natürlich auch zu beachten, welche Vorrechte muss ich dabei berücksichtigen. Habe ich Daten verarbeitet, die allenfalls unter Einschränkungen nur zur Verfügung gestellt wurden? Habe ich Quellen oder andere wissenschaftliche Arbeiten benutzt, verarbeitet, verwertet, die wiederum mit Einschränkungen verbunden sind, weil, wie gesagt, Veröffentlichungen in Wikimedia-Projekten immer mit einer sehr großzügigen Lizenz verbunden sind, mhm, und das voraussetzt, dass auch der gesamte Inhalt wirklich unter dieser Lizenz verbreitet werden darf. Okay, das heißt, ich muss vorher meine Daten, mit denen ich gearbeitet habe, oder mögliche Materialien gegenchecken, sage ich mal, und dann kann ich es erst veröffentlichen auf Wikipedia. Genau, diese Verantwortung, okay, ja, bleibt beim mir, jeweiligen, mhm, Veröffentlichenden, ja, okay, die übernimmt nicht die Plattform an sich. Okay, und wenn ich jetzt sage, weil Sie vorher schon auch gesprochen haben von anderen Plattformen, auf denen ich veröffentlichen kann, wenn ich jetzt Forscherin bin, aber gleichzeitig auch lehre, kann ich dann Lehrmaterialien auch frei zur Verfügung stellen auf einer dieser Plattformen? Welche wäre das? Das wäre vermutlich am naheliegendsten eben Wikisources, mhm, oder Wikibooks. Auch hier gilt aber das Gleiche. Also Inhalte, die ich dort veröffentliche, für die bin ich verantwortlich, dass ich sie auch veröffentlichen darf. Also auch hier kann ja sein, dass man Grafiken verwendet, Bilder, Fotos, was auch immer zur Veranschaulichung. Auch hier sollte geklärt sein, dass das frei unter der genannten Lizenz CC BY SA 3.0, mhm, veröffentlicht werden darf. Okay, das heißt, die Lizenz, die ich wähle, ist in jedem Fall die CC BY SA 3.0, wenn es auf einer dieser Plattformen veröffentlicht das wird. Das ist sozusagen Mindestanforderung. Okay. Genau. Und wenn ich meine Forschungsergebnisse frei lizenzieren möchte, jetzt nicht unbedingt auf einer der Wikipedia-Plattformen, was muss ich da beachten? Ich kann ja bei den CC-Lizenzen modular wählen und zusammenstellen. Haben Sie da Tipps für Forscherinnen und Forscher, was unbedingt beachtet werden soll? Eigentlich kann ich da hauptsächlich wiederholen, ja, was ich jetzt versucht habe, rüberzubringen. Und zwar auch hier, gerade wenn man Daten verarbeitet hat, die man nicht selbst erhoben hat, wenn man Quellen verarbeitet hat, ist es immer wichtig zu klären, unter welchen Bedingungen dürfen diese allenfalls weiter veröffentlicht werden. Bei Zitaten an sich, mhm, ist es jetzt im österreichischen Recht weniger problematisch, aber gerade Forschungsdaten unterliegen ja oftmals einer gewissen Restriktion, was deren Weiterverarbeitung betrifft, die quasi dann ohne irgendwas, jetzt sehr salopp gesprochen, also CC0, um es technisch, ja, zu sagen, in die Welt zu stellen, ist eine Frage der Inhalte. Die Autorin selbst, der Autor selbst, die Forscherin, der Forscher ist natürlich frei, was, mhm, ihre eigenen Werke betrifft. Es geht nur darum, was ist allenfalls sonst noch enthalten. Okay. Das heißt, wenn ich die Materialien, Daten
Ergebnisse, wenn ich da sicher weiß, ich kann die öffentlich zur Verfügung stellen, dann bin ich quasi sicher und kann dann, je nachdem wie ich möchte, mir meine Lizenzmodule zusammenstellen. Genau. Okay. Und hat den Vorteil, weil natürlich quasi der Verzicht auf eine Lizenz für die Weiterverwertung fällt leichter, als zum Beispiel der Verzicht genannt zu werden. Gerade bei Forscherinnen und Forschern ist es ja extrem wichtig, wie es bei wissenschaftlichen Publikationen auch aufzuscheinen. Dafür, die gibt's eben diese Bausteine. Und um vielleicht auch gleich darauf einzugehen, was bringt mir das überhaupt, wenn ich dieses, genau, wenn ich mein Wissen frei zur Verfügung stelle? Wäre meine nächste Frage gewesen. Es bringt insofern vielleicht der eigenen Person in einen guten Schlaf und ein gutes Karma. Ja. Aber gesamtgesellschaftlich muss man sehen, man ist Teil eines Ökosystems, das dafür zur Verfügung steht, Wissen zugänglich zu machen, Wissen auch Grundlagen für weitere Forschungen zur Verfügung zu stellen. Also alles, was ich selbst allenfalls frei zur Verfügung stelle, finde ich vielleicht auch von jenem anderen frei, von jemand anderen frei. Okay, das heißt, ich kann Wissen geben, aber auch wieder nehmen. Und wir profitieren dann im Endeffekt. Und je mehr von dieser Idee nicht abgeschreckt sind, sondern sich der eher positiv gegenüber zeigen, desto eher kommt es dazu, dass es wirklich viel freies Wissen und viel zugänglich freies Wissen gibt. Okay, Sie haben jetzt gesprochen, wenn man positiv dem gegenübersteht. Wenn ich jetzt als Forscherin bereits veröffentlichte Daten, zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel beifüge, sagen wir zum Thema Klimawandel oder ein anderes gesellschaftlich sehr aktuelles, relevantes Thema. Wenn dann jemand diesen Wikipedia-Artikel bearbeitet, das kann ja eigentlich auch jeder tun, kann ich dann einschreiten, wenn das Ganze dann anders eingebettet wird, anders gedeutet wird? Was sind denn da meine Möglichkeiten als Forscherin, mit meinen Daten die irgendwie zu schützen, nachdem ich sie freigegeben habe? Das ist natürlich die Kehrseite des Freigebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz grundsätzlich haben Deutungen und Interpretationen nichts in einem Wikipedia-Artikel verloren, klingt sehr, sehr hart, weil natürlich jede Zusammenstellung von Informationen eine gewisse Interpretation beinhaltet. Aber grundsätzlich sind die Wikipedia-Artikel, gerade auf der Wikipedia, möglichst objektiv, möglichst wertungs- und wertfrei, möglichst unpolitisch, und damit ist schon einmal der erste Schritt gesetzt, um eine Falsch- oder Uminterpretation eigentlich vorwegzunehmen, was eigentlich nicht zum Konzept gehört. Okay. Gut. Wie schon erwähnt, die Wikipedia, alle Wikimedia-Projekte sind community-basierte Projekte. Das heißt, wenn man darüber diskutieren kann, wie etwas auszulegen ist, ob etwas in diesem Kontext allenfalls eine falsche oder nicht so gemeinte Interpretation ermöglicht, kann man genau das tun, nämlich diskutieren auf den Diskussionsseiten zu den Artikeln. Die gibt es genau dafür. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn eine Interpretation, ein Zitat nicht mehr mit der Quelle übereinstimmt, was vielleicht ja auch sein kann, das einfach zurückzusetzen. Also es gibt, jede Version eines Artikels ist abrufbar, okay, dann jede kann Änderung ich ist nachvollziehbar und damit kann man sagen, so, diese Änderung wird zurückgesetzt. Okay, das heißt, alles sehr transparent gehalten, und wenn ich dann mich in diese Diskussion einbauen möchte, kann ich dann auf diesen Diskussionsforen, Diskussionsseiten mich einbringen. Ja. Okay. Und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar so ein Portal. Es gibt ja zahlreiche Portale. Und wenn wir jetzt auf eine andere Ebene gehen, und zwar auf die Seite des Programmierers, der Programmiererin, kann ich dann den Quellcode und die ganzen technischen Aspekte, die ich gebraucht habe, um das Portal zu entwickeln und auch am Laufen zu halten, auch irgendwie frei lizenzieren und zur Verfügung stellen? Ist sowas möglich? Ja, das einmal ist der leichte Teil der Antwort. Mir fällt dazu jetzt spontan vor allem GitHub ein, die das ja machen und die das auch publizieren, wo jetzt auch, glaube ich, das Rote Kreuz den Quellcode für diese Stop-Corona-App veröffentlicht hat. Dort ist es eben dann einsehbar, da können dann auch andere Organisationen darauf zugreifen und ihren Senf dazu abgeben, wie ausgefeilt oder wie sicher sie zum Beispiel manche für Quellcodes halten. Da ist es aber, glaube ich, fast
von der Beratungsfrage her fast besser den Entwickler, ja, mit der Entwicklerin, mit dem Entwickler das Gespräch zu führen. Das, ja, ist auch hier wieder natürlich das grundsätzliche Thema. Ist der alleine, kann der alleine darüber bestimmen, dass seine Arbeit freizugeben, gibt es allenfalls Mitentwickler etc. Aber ja, grundsätzlich alles, was jemand schafft, kann dieser auch frei zur Verfügung stellen. Das ist, ja, und wenn er sich dazu durchringt, freuen sich ganz viele. Genau, habe ich mir auch gedacht, eben nicht nur die Forschungsergebnisse oder Forschungsarbeiten zur Verfügung stellen, sondern auch vielleicht die Software, mit der diese produziert wurde und analysiert wurde. Ja.